Union Berlin hat eine neue Nummer 1. Daniel Haas, 28 Jahre alt, 1,88 Meter groß, trägt nun die Rücknummer von Jan Glinka. Zuletzt in Hoffenheim hat sich der Torhüter mit dem rustikaleren Stil in Berlin-Köpenick bereits bestens angefreundet. Es ist natürlich ein kleiner Wandel hier, aber dadurch, dass natürlich hier die neue Tribüne hochgezogen wird mit neuen Trainingsbedingungen und so weiter, wird in einem Jahr, denke ich, auch hier ein ganz anderer Standard herrschen. Andererseits ist es natürlich zum Arbeiten auch mal ganz gut, wenn es da ein bisschen rustikaler ist, wenn man da nicht zu weich wird. Insgesamt 35 Bundesligaspiele bietet der Lebenslauf des Ex-Hoffenheimers bisher auf. Reaktionsschnell, auf der Linie stark, in der Strafraumbeherrschung umsichtig. Daniel Haas verfügt über viele Stärken. Er hat natürlich schon Erfahrung, er hat mit Hoffenheim auch, ich glaube, 2 Aufstiege mitgemacht oder 3 sogar. Jetzt wollte er unbedingt wieder spielen und hat sich für uns entschieden, weil wir ihm eigentlich ein ganz gutes Paket bieten konnten mit Fußball pur, enges Stadion, tolle Zuschauer und eine entwicklungsfähige Mannschaft. Da hat er Gott sei Dank Ja gesagt. Ja, sagt der Neu-Berliner auch zu einem Heimsieg am 4. Spieltag gegen den blau-weißen Stadtrivalen. Wir können natürlich jetzt relativ früh schon in der Saison ein Zeichen setzen und klarstellen, wer hier die Nummer 1 in Berlin ist. Unions Nummer 1 will mit seinem neuen Team auch zu Berlins Nummer 1 im Fußball werden. Ehrgeizige Ziele eines Mannes, der nach 7 Jahren Vertragszugehörigkeit in Hoffenheim einfach nur spielen will.